Hier sind wir jetzt im Haag-Kachelwerk und das ist eine keramische Kachel. Die wollen wir von der Rohmasse bis zur Fertigstellung begleiten. Die keramische Masse besteht aus 7 bis 9 Komponenten. Die Formen werden in einer langen Reihe hintereinander gestellt und die Masse wird durch ein Pumpsystem eingefüllt. Um dem Kachelrohling die Restfeuchte zu nehmen, kommt er in diese Trocknungsanlage rein. Hier bekommt unser Rohling eine schöne Glasur. Wir bemalen sogar unsere Ofenkacheln mit echtem Gold und echtem Platin. Jetzt wird es für unseren glasierten Rohling ziemlich heiß. Hier am Ausgang des Ofens kommen die fertigen Kacheln raus. Hallo, hier ist wieder euer Ofenbaumeister Ingo von Haag. Und wir sind hier in unserem Hauptwerk in Duisburg. Wir kommen von Ransbach-Baumbach aus unserem Kachelwerk mit diesen Kacheln. Und ich will euch heute zeigen, wie wir aus diesen Kacheln einen wunderschönen Kachelofen machen. So, dann kommt mal mit in unser Werk. Guten Morgen. Hier sind wir in unserer Kachelofen-Produktionshalle. Und wie man sehen kann, ist hier mächtig viel los. Im ersten Produktionsschritt, nach dem Auspacken, werden die keramischen Ofenkacheln nochmals auskoloriert. Und das macht mein Kollege hier. Bei Haag werden die Ofenkacheln zu Modulen vorgefertigt. Und dazu helfen uns diese Formen. Die Kacheln werden zunächst zugeschnitten und anschließend in die Form gesetzt. Auch die Fugenabstände werden hierbei präzise festgelegt. Das hier ist unsere spezielle Schamottevergussmasse. Die Rezeptur ist streng geheim und wird nicht verraten. Sieht aber so aus. Und damit werden jetzt die losen Ofenkacheln in den Formen zu Modulen vergossen. Nach Abbinden unserer Masse sind aus unseren Ofenkacheln diese Module geworden. Um die Passgenauigkeit präzise zu ermitteln, werden diese Module nochmalig trocken aufgebaut. Und danach geht es zum Verpacken. Da kommt dann der Heizansatz und das Zubehör dazu und dann können wir den fertigen Kachelofen zum Kunden liefern. Ist euch aufgefallen, wie viel Handarbeit auch heute notwendig war, um dieses Qualitätsprodukt von Haag zu fertigen? Wenn ihr die Montage unseres Kachelofens sehen wollt, schaut euch Teil 3 an. Bis dahin, euer Ofenbaumeister Ingo von Haag.